Wir haben einen Chat-Kommentar, und zwar vom Ari96, und er sagt, es gibt einfach mega viele Vorurteile gegenüber von Informatikern. Über das Image reden wir bald, weil wir haben eine sehr gute Umfrage noch zu dem parat. Aber ganz kurz, ist so? Würde ich die Aussage bestätigen vom Adi? Also ich würde nicht sagen, dass das stimmt. Okay. Dass die Informatiker, also dass die Informatiker eben in eine Schachtel legen, yeah, und sagen, so sind sie überhaupt nicht. Nein, in dem Sinn, ja, es gibt sehr viele Vorurteile. Ja. Okay. Wer steckt eigentlich alles hinter dieser Kampagne? Also sie, sind ja viele Leute. Ja, also es sind über 32 Firmen, ja, und also Unternehmungen, gross und klein. Bildungsinstitutionen, DTH ist dabei, nachher die guten Berufsverbände, ja, die ICT-Berufsverbände, die dort mitmachen. Post auch? Post selbstverständlich auch. Natürlich. Okay. Und was macht ihr sonst jetzt so? Eben den Rap haben wir schon gesehen, aber was macht ihr sonst noch? Und abgesehen von uns hier in der Sendung sitzen, was macht ihr noch? Wir haben jetzt eine Plakatwelle, die sie hier gestartet hat. Jetzt läuft sie dann 2 Wochen in Zürich und Bern. Und in der Tram hier in Zürich auf dem Passenger TV. Überall sind wir. Genau. Wir haben es vorher schon gehabt. Also bei uns jetzt hier bei der Scherenmusterstrasse sind wir schon sehr präsent. So da oben. Ja. Sehr, ja, auch an allen Bahnhöfen. Ja. Also jedes Mal, wenn ich an der Hardbrook heimlaufe, sehe ich auch ein Plakat. So gut. Wie sind denn ihr involviert in der ganzen Kampagne? Also ich eben als Personalleiter von der IT Post mache dort aktiv mit, in dem Sinn, dass ich und mithilfe eben die Themen können weiterzubringen. Ich habe Kontakte zu Schulen, ich vernetze oder versuche Post besser auch können zu vernetzen innerhalb von den Unternehmungen, die mitmachen. Okay. Genau. Und du, Ann? Ich bin Praktikantin beim Swico und wir sind auch Sponsoren. Was ist Swico? Swico ist ein Wirtschaftsverband für Informatiker, okay, also für Informatikerfirmen. Okay. Und sie haben mich dann gefragt, ob ich auch mitarbeiten will, weil ich ja zu der Zielgruppe gehöre. Und bin dann so ein bisschen dort reingerutscht. Ja. Jetzt sitzt du da bei uns, bist du hier bei uns gelandet. So. Genau. Gut. Ihr Lieben, wer von euch studiert Informatik oder ist Informatiker? Erzählt es uns. Jules.ch/live. Und vor allem würde es mich wundern, wie jetzt so ein Alltag von euch aussieht. Wir haben die Frage Leute auf der Straße gestellt, aber wir haben noch eine andere Frage gestellt. Und zwar haben wir eben wissen, wie stellt ihr euch jetzt so einen Informatiker vor? Erzählt uns das mal. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Und wie sieht für euch ein typischer Informatiker aus? Gross, schlank, eh noch ein nerdig. Und bleich. Mit Brille und irgendeinem Streberhemd. Hornbrille. Vollbart. Mit Hemd, ja, Anzug. So ein bisschen businessartig. Lange Haare. Anzug oder so? Das war also eben, viele Leute haben so gefunden, wie das Aussehen des Informatikers im Sinne einer physischen Appearance aussieht. Aber wir haben es noch schön zusammenflechten mit dem Rap von euch. Gibt eben ein Image des Informatikers. Wie würdet ihr es so beschreiben? Oder was ist so eure Wahrnehmung? Also sehr vielseitig. Es hat tatsächlich solche, die sehr Freude haben eben am Programmieren, mhm, und so ein bisschen nerdig sind. Das hat es sicher, das ist ganz klar. Aber es hat einen ganzen Haufen Leute, die sehr kommunikativ sind. Mhm. Das ist übrigens auch wirklich eine Voraussetzung, dass man überhaupt einen erfolgreichen Informatiker oder Informatikerin werden kann, die sich vernetzen, die kreativ sind. Also das Bild stimmt schon nicht. Vielseitig, ja, vielseitig. Und was sagst du an? Ja, sicher auch nur offene und freundliche Informatiker kennengelernt, die sehr hilfsbereit sind. Und ich finde auch, die Vorurteile kann man nicht ernst nehmen, weil es gibt in jedem Beruf gibt es irgendwo die Nerds oder komische Leute. Und